Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Drei Tipps für ein starkes Immunsystem. Ja, das Immunsystem ist enorm wichtig für uns, weil wir brauchen das Immunsystem im Gleichgewicht. Wenn das Immunsystem so ist, dass wir ein zu starkes Immunsystem haben, dann entwickeln wir Allergien oder eben sogar Autoimmunerkrankungen. Wenn das Immunsystem zu schwach ist, dann werden wir ständig krank sein und werden ständig irgendwie versuchen, irgendwie über Wasser zu bleiben. Also das heißt, wir brauchen ein ausgeglichenes. Wie gelingt uns ein ausgeglichenes Immunsystem? Der erste Punkt ist die Ernährung. Die Ernährung ist entscheidend für ein gutes Immunsystem, weil das Hauptimmunsystem sitzt im Darm. Und wenn der Darm durch unsere falsche Ernährung schon parterre ist und nicht mehr gescheit arbeiten kann, sind wir auch nicht mehr in der Lage, dann auch das Immunsystem in uns so zu aktivieren, weil ein geschwächter Darm heißt ein geschwächtes Immunsystem. Und deshalb ist es wichtig, sich gut zu ernähren, also möglichst wenig Zucker, möglichst wenig Weizen, möglichst viele Ballaststoffe und möglichst gute Fette. Also auch durchaus gesättigte Fettsäuren, aber auch natürlich mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Omega-3 im gereinigten Fischöl, wo keine Schwermetalle drinnen sind. Und da brauchen wir eben vor allem das DHA, das EPA ist das zweite, was im Fischöl drinnen ist. Aber das DHA ist total notwendig, um das Immunsystem gut zu stärken. Wenn das gelingt, ja, dass wir ausreichend uns eben mit guten Fetten und mit guten Ballaststoffen ernähren, wird es dem Darm gut gehen. Das Eiweiß brauchen wir auch noch, um fit zu sein, auch für die Muskeln und Kraft zu haben. Aminosäuren. Aber vor allem brauchen wir gute Fette und gute Ballaststoffe. Ballaststoffe braucht unser Darm zur Ernährung. Ja. Die Milchsäurebakterien ernähren sich von den Ballaststoffen, die vor allem eben zum Beispiel im Gemüse drinnen sind. Und daher ist Schritt 1, gute Ernährung, dann wird es ausreichend Darmfunktion, Darmtätigkeit geben, ganz einfach, und dann kann das Immunsystem sich stark ausbilden. Ein zweiter wichtiger Punkt, der noch da dazugehört, zu diesem ersten großen Ernährungspunkt, ist, dass ich muss ausreichende Mineralstoffe haben. Ja? Also ich brauche zum Beispiel Zink und Selen. Zink am Abend vor dem Schlafengehen und Selen am Vormittag, idealerweise nicht gemeinsam nehmen, Zink und Selen, dann habe ich eine gute Möglichkeit und eine gute Chance, dass eben durch das Zink eben das Immunsystem auch noch einmal gestärkt wird. Und da auch noch ein weiterer Unterpunkt, ich brauche auch noch genug Vitamin C und Coenzym Q10. Diese beiden, Coenzym Q10 und das Vitamin C, sollte ich auch gemeinsam nehmen, auch idealerweise am Vormittag. Und das Vitamin C sollte ein verästertes Vitamin C sein, wo eben die Wirkung lange anhält, wo es langsam abgebaut wird. Ja, kein Retard, keine Retardform, sondern ein verästertes. Und dadurch ist es auch säurebasenneutral, das heißt, es ist dann nicht zu sauer und wird dann eben nicht zu Oxalatbildung führen, zu Nierensteinen kommt es dann nicht, weil ich eben bereits ein säurebasenneutrales Vitamin C habe. Das ist auch so, dass es eben dann langsam abgebaut wird und durch diesen langsamen Abbau habe ich immer einen Vitamin C-Spiegel, der mir dann eben auch hilft, dass ich eben antioxidativ, sprich, dass die freien Radikale gebunden werden, die sich im Körper bilden können, und dadurch entwickle ich auch ein stärkeres Immunsystem, ein stabileres Immunsystem. Vitamin E und Vitamin A und Vitamin D, also diese Vitamine würde ich auch noch dazugeben, weil das auch, also vor allem Vitamin D ist ganz entscheidend insgesamt, dass die Stoffwechselprozesse insgesamt funktionieren, und da würde ich eben 5000 internationale Einheiten am Tag empfehlen, am besten in Tropfenform täglich, und dann werde ich über den Winter kaum krank werden, weil ich eben so gut von den Mikronährstoffen, von den Vitaminen, von den Spurenelementen
stabilisiert bin. Ein zweiter wichtiger Punkt, also erster Punkt Ernährung mit den ganzen Mineralstoffen und Vitaminen, ist eben der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eben Bewegung. Wenn ich mich nicht bewege, schwäche ich mein Immunsystem. Und ich brauche mich jetzt dann nicht extrem bewegen, ich brauche jetzt dann nicht Spitzensport betreiben. Es reicht, wenn ich spazieren gehe, es reicht, wenn ich gemütlich Rad fahre. Es muss jetzt dann nicht Vollgas sein. Es reicht, wenn ich schwimme. Es reicht, wenn ich auch bewusst Dinge tut, die mir gut tun. Gartenarbeiten zum Beispiel, ja, ist eine gute Bewegung. Ja. Wenn es immer eine einseitige Bewegung ist, immer eine zu starke Belastung am Rücken oder im Handgelenk beim Tennisspielen oder auf die Knie, wenn ich zu viel jogge, dann ist schon wieder schlecht. Ja. Warum ist es schlecht? Weil es entsteht eine Überlastung, eine Überbelastung. Es kommt dann zu Entzündungen in diesem Bereich und es wird dann eben auch heiß, die Stelle zum Beispiel beim Knie, und sie ist ein Zeichen für eine Entzündung. Und dann muss natürlich der Körper eben Thrombozyten, Leukozyten hinschicken, um die Entzündung wieder runterzubremsen. Und wenn die dann ständig ist, die Entzündung, schwächt das wieder das Immunsystem, weil dauernd eine Immunantwort notwendig ist. Der Körper ist schon dafür geeignet und ist auch in der Lage dazu, aber wenn das dauernd überschießend ist, kommt es zu einer überschießenden Reaktion der Immunantwort. Also das heißt, Bewegung ist ganz wichtig, auch um da einfach ein gutes, stabiles Immunsystem zu haben. Es gibt übrigens in diesen Tagen einen sehr spannenden Immun-Online-Kongress. In der Videobeschreibung unten finden Sie den Link, der ist eben kostenlos. Ich würde Ihnen da wirklich das wärmstens empfehlen, sich den anzuschauen, weil da sind sehr, sehr viele Top-Experten, die über das Immunsystem auch sprechen, und Sie können sich da, wenn Sie das interessiert, auch noch enorm vertiefen. Deshalb unten einfach auf diesen Link klicken, kostet Sie nichts und ist wirklich sehr spannend. Der dritte Punkt, um das Immunsystem zu stärken, ist mental. Wenn ich mich gut fühle, wenn ich positiv bin, ja, wird mein Körper sich auch gleich stärker fühlen und es wird das Immunsystem dadurch auch gestärkt werden. Wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich Stress habe, wenn ich mich unsicher fühle, wenn ich Ängste habe, ja, wird das mein Immunsystem schwächen. Warum? Biochemisch ist das so erklärbar, dass ich eben, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich gestresst bin, schütte ich eben Cortisol, Noradrenalin und Adrenalin aus, und das verbraucht dann auch das Serotonin im Darm, und das Serotonin ist im Darm ganz wichtig, damit alles gut funktioniert. Wenn es zu wenig Serotonin im Darm gibt, wird auch der ganze Darm auch wieder mitgeschwächt, und habe ich dann auch sofort ein Problem eben mit dem Immunsystem. Das heißt, es ist dann gut, wenn ich sehr viel Stress habe, wenn ich GABA zu mir nehme, die Gamma-Aminobuttersäure, ist ein Neurotransmitter und die kann das Cortisol ein Stück reduzieren und andere stärkende Hormone wieder hervorholen. Damit ich gut schlafen kann, ist wichtig, dass ich Melatonin nehme, das natürliche Schlafhormon. Und das kann ich eben auch in Tropfenform oder in Sprayform zu mir nehmen, auch in Tablettenform. Da reicht auch wenig. Und ich habe einen Anstoß, dass ich mich eben gut erhole, dass ich tiefer schlafe. Und wenn ich tiefer schlafe, kann ich auch dadurch eben das Immunsystem wieder stabilisieren und stärken, weil ich tiefer mich regeneriere, ja? Und die Regenerationsfähigkeit, die auch im Alter schlechter wird, und deshalb muss ich da auch ein Stück nachhelfen, mit GABA und Melatonin zum Beispiel, ist die Herausforderung, dass ich das so gut hinkriege, dass ich auch im Alter ein gutes Immunsystem habe. Und deshalb wird mir nichts anderes überbleiben, als wie im Alter auch wirklich zu supplementieren, zu ergänzen. Und ich kann das nur wirklich wärmstens empfehlen. Ja. Man hat im Alter weniger Serotonin, damit auch weniger Melatonin. Wenn ich am Abend vorm Schlafengehen mir ganz wenig Melatonin einfach nehme, oder wenn ich in der Nacht aufwache, weil ich aufs Klo muss, ja, und dann auch ganz wenig Melatonin nehme, werde ich wieder super gut weiterschlafen. Und ich schlafe immer auch tiefer.
Und das stärkt mich wieder insgesamt vom Organismus her und das stärkt dann auch wieder mein Immunsystem. Letzter Punkt, wenn ich eine Autoimmunerkrankung habe, ja, oder viele Allergien, ja, dann muss ich insgesamt schauen, wie komme ich weg von diesen überschießenden Reaktionen, wo der Körper total kämpft gegen irgendwas. Also habe ich eine Weizenunverträglichkeit, habe ich eine Fructoseunverträglichkeit, eine Laktoseintoleranz. Also da muss man dann einfach schauen, was ist im Ungleichgewicht schon über Jahre. Da braucht es dann wirklich mehr Info. Gerne bin ich da auch bereit für ein kostenloses kurzes Erstgespräch, um zu schauen, gibt es da Ideen, kann man da helfen. Es gibt auch ganz tolle Diagnosemöglichkeiten mittlerweile, um das sehr differenziert herauszufinden, was man dagegen tun kann, damit ich runterkomme von dem überschießenden Immunsystem. Aber das Ziel ist, ein normales, gesundes Immunsystem im Gleichgewicht zu haben. Das wünsche ich Ihnen alles Gute und ich freue mich, wenn Sie wirklich auf diesem kostenlosen Immun-Online-Kongress vorbeischauen. Unten in der Videobeschreibung finden Sie den Link. Wirklich ein spannendes Thema. Alles Gute für Sie.